Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei Welt auf Wasche. Wir spielen Runde Bayern und wir gucken uns einmal an, ja, wo meine meiste Gefechte waren. Ich meine, ich glaube, bei mir war es, wie gesagt, für letztes Video habe ich gesagt, ich glaube, meiste Gefechte waren bei mir auf Stufe 8 gewesen. Ja, Stufe 8 sind meine meistes Gefechte. Dann Stufe 9, 7 danach, ja, und dann 10 nicht so häufig, aber 2933 Gefechte auf Stufe 8. Wie gesagt, Stufe 8 spiele ich das immer meistens gerne, weil da sind auch die meisten die schöne Schiffe auch. So, meine Beine habe ich so ausgebaut. Das ist halt natürlich ein Nahkampfschiff. So habe ich meine Beine ausgebaut. Ich habe nicht die Secondary nicht erhöht, weil die Deutschen schienen ziemlich sehr gerne. Ich habe mir durch Flanken und Skills habe ich es ein bisschen verbessert. So ist meine Skillung. Ich habe hier ein bisschen Tarnung noch ein bisschen reingepulvert, wenn ich hier auf Ziff 1 noch komme. Und ich will meine Bayern hier Pyrotechnik oder Sprengmeister wird hier empfohlen, war irgendwie Pyrotechniker, sollte es vorher irgendwie hier heißen, ja. Nette Gimmick, aber die Masse macht eigentlich schon aus. Deswegen, es reicht eigentlich, wenn man Signale. Ich habe lieber hier Notreparatur lieber genommen, um 3 Sekunden ein bisschen zu sparen. Ich will hier allgemein mit den deutschen Schiffen eher bis auf halbwegs ein bisschen danach auf Überlebensskillen. Sagen oder hier Reparatur, dass hier sag mal hier das unweglassen und einfach das so skillen, aber Hauptsache bis auch auf Tarnung gehen und auf Überlebensskillen ist nicht schlecht. Feuer Spiel mit dem Feuer ist nette Gimmick, aber ist so eine Sache. Hier könnte man auch mit schweren so AP-Granaten arbeiten, aber es gibt so viele andere verschiedene Alternativen. Ja, so. Wir sagen Runde Bayern spielen. Wir haben ja und meine Bayern habe ich ja. Ich habe vergessen, meine. Wollte mal zeigen, wie ich meine. Wo habe ich das Schiff? Wo habe ich meine. Ich habe vergessen, meine Mexiko. So, da sind hier eben vollen Signale, ja. Ich habe gar nicht drauf geguckt, wie viel EP habe ich bekommen habe. Okay, 16 Tor. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt gar nicht drauf geachtet. Wie gesagt, da ich habe hier sehr viele Signale drauf geklatscht, um relativ wieder schnell hochzukommen. Und da. Wie gesagt, Bayern, wo ich das Ding gespielt habe, war eigentlich Marcel. Das Schiff ja war und mal gucken, wie gesagt, wir kommen auf eine Secondary Batterie-Reichweite von 7,5. Ich könnte das Reichweitenmodul zusätzlich reinklatschen, komme ich auch irgendwas über knapp auf 8 Kilometer. Aber das würde erstmal ausreichen, würde ich sagen. Let's do it mit die Runde Bayern. Mal gucken, wir waren wieder top, relativ, wir waren so auf die gleiche Stufe. Und mal gucken, was uns Wargaming gleich von der Nase hält. So. Okay, wir haben hier, wir werden gegen 7er gematcht. Ist sowieso ja noch okay. Wir können auch, uns auch gegen 8er uns hier stellen, hier auch. Aber ganz in Ordnung. 3 Zerstörer. Ja, 7, okay. Ne, 2 Zerstörer. So, die haben auch eine Bayern-Charmhaus, ist ziemlich sehr gemein, wie eine Queen. Aber wir haben ja dafür den hier passen, Kaliber. Wir sehen, wir haben mit den Mexiko hatten wir 16,1, wir haben hier 17,5. Wie gesagt, ist übrigens wert, was man nehmen will, die Türme oder die Reichweite. So. Mal gucken, da haben wir eine Gleis noch. New York, was haben die da? Duke of York und eine Kongo. Ey, ich habe auf die Seite mal. Hier ist nur ein Fünfer-Schiff. So. Und wir haben ja bei den Deutschen haben wir ab da haben wir erstmal bis auf Stufe 8 haben wir die 380mm Geschütze nur auf Stufe 9. Ab da können wir etwas sehen. Etwas größeren Kaliber von der Nase erst. Also die Bayern hat mir da, wo ich das Ding gespielt habe, mir extrem viel Spaß gemacht. Bismarck. Gleisner, es ging mir. Es war auch sehr, mit den Gleisner auch sehr viele schöne Runden dabei. Aber mal wieder die Schiffe mal wieder durchzuspielen, ist auch nicht mal schlecht. Weil immer kommt ein Punkt, was spielen, na komm, denkt man sich hier, komm, natürlich mal einen Zweck zu setzen, um mal die Schiffe mal wieder mal durchzuspielen. Ich könnte einmal spielen und dann hier Schiff mal einmal zeigen, aber ich möchte wieder Erfahrungen sammeln mal und interessante Runden wieder sehen,
was mit Stufe 6 so eigentlich also passiert immer. Also ab Stufe 6 ist so den Bereich, wo eigentlich auch sehr viel Action hier habe. Eigentlich meistens war so viel sehr actionreich immer. Also die Gleisenau ist auch der einzige Schiff, komischerweise, von den deutschen Schlachtschiffen, der wie bessere Anti-Air hat wie die anderen Schiffe. Es ist komischerweise komisch, aber ist halt so. Keine Ahnung warum. Ist ein bisschen merkwürdig, warum der einzige Schiff, der das bessere Flugabwehr hat als die anderen Schiffe. So, wir haben ja die Charmance hier, das ist nicht so schön. Die Charmance kann auch ziemlich eklig sein, weil das Ding hat auch gemeine HE auch. Das Ding kann auch Panel streuen wie sonst irgendwas auch. So, wie gesagt, erstmal wieder reinfuchsen wieder. Na. It was good, wasn't it? So great. War das kein vernichtender Schlag? Okay, tatsächlich wenigstens war das wäre einfach nicht ein Schlag, aber. Hä? Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Der war doch noch voll live. Muss ich gleich mal reingucken. Ich meine, das war doch einfach nicht ein Schlag noch incoming noch gewesen. Die Schamhaus ist aber sehr aggressiv, muss ich schon sagen. Also gleich hier Doppelzieher und gleich erstes Blut hätte ich nicht erwartet von den Bayern. Ja, die Deutschen wurden die etwas verändert, die haben die Winkel so von den Briten ein bisschen bekommen, weil die extrem gestreut haben auch immer. Das ist aber extrem am Pushen hier. Was ist mit ihnen kaputt? Aber wir dürfen nicht vergessen, die hat die gemeine Torps an Bord. Ja, genau rüber, das ist schön. Der ist aber für meinen Geschmack zu aggressiv gerade. Wir haben die Schiere zu hier bei uns. Das gefällt mir persönlich nicht. Die Charmance ist auch zu aggressiv gefahren. Gleise kommen hier weg hier. Also der Shirazu hat die Torpedobeschleunigung hier an Bord und das Ding kann auch richtig gefährlich sein. Lieber uns erstmal zurückziehen. Ja, die Gleise ist auch relativ ziemlich so schnell auf Stufe 7, auf diese Stufe auch. Okay, der geht lieber auf den, das ist schon mal, finde ich, ziemlich sehr nett. Naja, so gleich sind wir gleich tot. Der Top mitgenommen hat. So, Pepsi Cola. Und down. Muss aber dann gleich in den echten Hafen reingucken. Ich meine, das wäre einfach nicht ein Schlag gewesen eigentlich schon. Ja, das meine ich mit die Deutschen, das meine ich ja wegen Streuwerte. Also das war eigentlich nur eine Glückszahl, was ich da reingedrückt habe.
So, ich hau ab. Ich habe keinen Bock auf eine Idee. Goodbye. Du siehst meinen Schornstein nur. So. Ich warte auf die anderen beiden Türme noch. Ich muss sagen, die Idee. Der gebeacht? Nee, das haben sie mal gewonnen. Boah, wie schnell ist er schön gegangen? What the hell? Der ist aber gerade auf Speed hier gerade. Jetzt ist vielleicht gleich down, ist auch nicht schlecht. Der ist aber jolemäßig da reingebrecht. Und dreht nach oben, war klar. Und ja, weil er komplett weggedreht hat auch. So, da hinten kommen die in der restlichen Fraktion, ja, den Zerstörer und den Japaner lasse ich einfach links liegen. Tja, Kongo. Das war für dich. Boah, hast du ein Schwein. Ein Ausfall und nun gleich weg. Das Problem ist, die wollen jetzt Richtung Cap. Das gefällt mir persönlich nicht. Also die Kongo ist auch relativ sehr schnell auf Stufe 5. Also ich verstehe auch nicht, warum die unsere Schlachtschiffe da lang brettern, wo die feindlichen Zerstörer sind. Haben sie noch so gefällig, so mit Nahkampfschiffen, so war es immer noch Schlachtschiffe übrig. Das finde ich nett. Den Japaner lasse ich einfach links liegen. Aber ich finde es smart, die mich ignorieren. Das finde ich sehr nett. Turbo Level 2 noch für nett. Das ist ja nett, was er macht. So, mal ein besserer Schusswinkel. Also brauche ich mal einen Reichweitenflieger mal. Und unsichtbar. Da habe ich mal so ein Ding mal rausgeschmissen, bessere Winkel zu kriegen. Und der ist auch einfach mal weg. Bizarres. Gucken. Also ich spiele nicht so oft Reichweitenflieger. Okay, ist komplett. Ah, da kommt er. Okay, die wollen alle Richtung Camp fahren. Okay, alles klar. Ich dachte, die wollen die unsere Camp irgendwie extrem reinpushen. Ah, schade. Na ja, okay, der hat nur von die Frontbatterie gerade raus. Das ist eigentlich schon klar. So, Turmoperation zeigt mir seine Flanke. Das ist schon mal ganz nett von ihm. Aber ich glaube, das macht unser Japaner schon. Boah, Zitadelle, sag hier bitte fing erstmal, aber der ist raus. Fuck. Das war einfach ein Schlag. Das war so leichte Abschlachtung, würde ich mal so behaupten. Irgendwie bin ich hier fast mit voller P hier, gehe ich hier gerade aus dem Gefecht. Der bestimmt echt gedacht, nur weil ich eine beschissene Bayern bin, bestimmt. Wieder fahre ich nicht nach Schlag. Der sah doch auch, war auch voll live gewesen. Hä?
Das muss man teilweise auch nicht, glaube ich, auch nicht, wirklich nicht verstehen. Ach, ich bin ja der letzte Schlachtschiff. Das ist ja smart. Aber irgendwie möchte ich doch ein bisschen mit Second Day Action gerade hier noch haben. Ja, das ist das Problem mit den. Du hast ein sekundäres Schiff, aber du kommst dann nur nicht mal zu Einsatz, weil die einfach von dir einfach wegfahren nur. So. Ja, das war klar. Das war irgendwie auch vorauszusehen. Und down. Okay, oben lang. Hey. Mal gucken, ja, der Zerstörer gleich aufgeht und mal gucken. Das ist schon ein bisschen belastet, würde ich mal sagen. Ich bin aufgedeckt, das ist schon mal very nice. So. Wo bist du? Ein paar nette Hai-Mumpel, nur für dich. Na, er dreht wieder um, okay. Oh, der ist noch ein, Cap noch drin. Das ist schon mal sehr nett. So. Mal gucken, wie schnell der gleich rausgeschossen wird. Soda. Der hat auch schon 3 Kills. Ich glaube, der Torpedobestellung hat da schon, glaube ich, anscheinend schon für Dukobet verbraten schon. 3 Schiffe, hier sind hier fast 5 Schiffe gleich. Nee, doch. 2, 4 mit mir gleich der 5. in Cap. Ey, und wie sehen das, denn Zerstörer noch nicht mal? Das ist schon krass. Ja, der hat ja schon die 10 Kilometer Tops ja schon. Ist ja. Ja, wir waren schon den Captain und die Dorf interessiert jetzt. Okay. Das war fraglich, welche Seite war meins. So, jo. So, zeckende Action war da nicht so wirklich vorhanden. Echt nur 27.000 nur? Ich habe nur einfach den halben Schiff einfach nicht den hier. Also jetzt mal echt mal gucken, wie viel HP das Ding wirklich. Weil ich hab den Zeig durchgespielt, aber ich weiß nicht mal wie viel HP die alle Dinger haben. Kann man sagen fast 36.000 und bei mir das waren 27.000. Das war eigentlich fast noch ein Volllife-Schiff. Das muss man teilweise nicht verstehen, wie man eigentlich wird das nur eigentlich nur einfach nicht in der Schlacht eigentlich noch. Aber naja. Ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Abend, noch bis das nächste Mal und haut rein. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und wir sagen bis das nächste Mal und auf Wiedersehen.